Shike Jung ist gerade jetzt extrem nervös. Er bereitet sich auf einen Weltrekord vor. Im Peking-Ente tranchieren. Fürs Guinness Buch der Rekorde. Ich bin bereit. Auf die Plätze, fertig, los. Shike Jung betreibt ein Restaurant in Frankfurt. Der Rekord im Ente-Tranchieren war seine Idee. Den gibt es bisher noch nicht. Die Guinness-Redaktion ließ sich überzeugen und schuf die Kategorie schnellster Entenzerleger. Es wurde eigentlich aus dem Not geboren, diese Schnelligkeit. Ich arbeite hier alleine und wenn viele Gäste nachfragen, dann muss ich schnell arbeiten, um alle Gäste zufriedenzustellen. Und aus dem Not wurde ein Tugend und inzwischen tanze ich mit der Ente praktisch zusammen. Um Punkt 12 Uhr geht es los. Freunde, Gäste und die halbe Nachbarschaft sind gekommen. Denn für diesen Guinness-Rekord sind Zeugen nötig, die die korrekte Ausführung schriftlich bestätigen müssen. Seine Gäste kennen seine Arbeit. Könnte man mit einem Kung-Fu-Film vergleichen. Also es ist mit sehr dramatischen Schritten und Schnitten und man ist sehr froh, dass man nicht die Ente ist. Shike Jung muss unter 3 Minuten bleiben. Seine Aufgabe? Die Ente präzise zerlegen und in 6 Portionen zwischen 110 und 130 Gramm aufteilen. Das wird gewogen. Schnell und sauber arbeiten, gar nicht leicht. Wenn wir die Ente umdrehen, da haben wir 2 schwierige Stellen. Einmal an der Beinstelle und einmal an der Flügelstelle. Bei diesen Stellen sind besonders eng, die kleben sehr fest an den Körper. Und da mit dem Messer durcharbeiten ist sehr filigran. Das Restaurant betreibt er zusammen mit seiner Schwester. Die gesamte Belegschaft unterstützt seinen Rekordversuch. Denn das Üben kostete sehr, sehr viele Pekingenten. Und irgendjemand musste die alle essen. Die Arbeiter, Mitarbeiter, die haben jetzt diesen Monat wirklich fast jeden Tag Ente bekommen zum Mittagessen. Aber wir freuen uns für ihn. Wir haben gedacht, ja, das ist kein Problem, essen wir gerne. In allerletzter Sekunde hat es geklappt. Weltrekord beim ersten Versuch. Zeit eingehalten. Dieses Stück hier rüberbringen, das fühlt sich so gut an. Ich bin total erleichtert. Es war mir gar nicht so sicher, dass ich das schaffe. Mein Vater hatte selber 2 China-Restaurants, insofern war das einfach professionell. Wir haben jetzt einen Weltrekord im Viertel, auch wenn es nur eine Peking-Ente ist, immerhin. Wir haben ja geübt, lange geübt. Bis gestern hat er eigentlich nicht geschafft, unterhalb 3 Minuten 6 Portionen zu tranchieren. Und also ich freue mich für ihn total. Shike Jung hat den Rekord im Ente-Tranchieren erfunden und nach Hessen geholt. Das muss ihm erst mal einer nachmachen.